Ist Lilith eine Bereicherung für die Strohbande und wie wird sie sich einbringen können in der Bande? Das und mehr gleich nach dem Intro. Old Blue Review sind die geilsten. Ja Leute, wie ihr gesehen habt, nach Eckett ist ein einziger Vegapunk mitgekommen und das war Lilith. Sie ist an Bord der Strohhüte jetzt. Es gibt noch einen weiteren Vegapunk, der das Ganze natürlich überlebt hat in Eckett und das ist York. Von der werden wir wahrscheinlich nochmal bald was zu sehen bekommen. Denn immer noch sind die beiden, glaube ich, nach wie vor mit Punk Records verbunden. Oder auf jeden Fall ist es so, dass Lilith immer noch den Zugriff auf die ganzen Daten von Punk Records hat. Das führt natürlich auch zu der anderen Frage, wie wird sie sich bei den Strohhüten mit einbinden? Denn für mich sieht es so aus, als wäre Lilith jetzt ab sofort wahrscheinlich ein fester Bestandteil der Strohhüte. Wie komme ich darauf? Ich meine, dass sie jetzt einfach eine weitere Person einfach so aufnehmen und mit ihr wegreisen und quasi hat diese Person ja nichts mehr, was sie zurückhält. Wir haben ja gesehen, wie kurz Lilith nur trauern musste, weil sie eben wusste, eigentlich ist alles gut, weil komplett alles, was Vegapunk jemals war, seine ganzen Gedanken, seine ganze Existenz, seine ganze Lebensgeschichte, all das ist gespeichert in ihr. Und somit ist es eigentlich egal, ob der Körper von Dr. Vegapunk jetzt gestorben ist, denn schließlich, und das ist ja das Verrückte daran, seine Teufelsfrucht existiert weiter, denn sein Gehirn ist immer noch da und das wächst immer noch. Es könnte natürlich auch sein, dass das Gehirn dadurch, dass es ja sowieso abgetrennt wurde vom Hauptkörper, alleine existieren kann. Dennoch ist dann die Frage, wie kann es sein, dass ein Mensch ohne sein Gehirn überleben kann? Weil normalerweise ist das Trennen von Gehirn zu Körper eigentlich der Tod eines jeden Menschen, was dann zur Folge hätte, dass die Teufelsfrucht natürlich wieder aus dem Körper herauskommt. Vegapunk hat dies aber umgangen, das müsst ihr euch auch vor Augen führen. Er lebte nach wie vor, obwohl er kein Gehirn mehr hatte und sich diese Apfelantenne auf dem Kopf eingepflanzt hat. Sein Gehirn ist nach wie vor in dem riesigen Tank und er hat seine gesamten Gefühle aufgeteilt auf die Satelliten. Und die Satelliten sind quasi ja wirklich eine Verlängerung von ihm, wenn man das so sieht. Nicht nur einfach, dass er bestimmte Gefühle aus sich herausgenommen hat, um effektiver zu arbeiten. Nein, es sind tatsächlich Dinge, die ihn geprägt haben, die sein Leben quasi zu einem Leben gemacht haben. Lilith ist das Böse aus ihm. Und jetzt natürlich ganz krass, warum ausgerechnet das Böse in ihm überlebt und weiterkommt. Aber ich meine, so brutal böse ist Lilith ja eigentlich nicht. Das heißt, er muss ein unglaublich guter Mensch gewesen sein, wenn so wenig Böses in ihm steckte. Aber ich glaube, dass da noch so ein kleiner Catch dahinter ist. Weil das Böse, das war irgendwie viel zu offensichtlich, dass er genau das genutzt hat. Bei York zum Beispiel ist es rein nur das Hungergefühl. Das ist eigentlich, ja, eigentlich die Gier gewesen. Aber auch das Hungergefühl, das er abgestellt hat damit. Ich denke mal, Lilith hat er deswegen rausgenommen, damit er nicht in die Lage kommt, noch mehr Waffen zu bauen und mehr böse Dinge zu tun, aus dem Antrieb heraus quasi für böse zu arbeiten. Ich denke, das ist einer der Gründe, warum er sie abgespalten hat von sich. Sonst hätte das Böse in sich einfach weiterhin halten können, denn so böse, wie gesagt, war er auch gar nicht. Nami hat das Ganze, glaube ich, auch schon angemerkt. Sie war auch verwundert, dass Lilith ausgerechnet die Böse von allen ist. Also ich bin mal gespannt, was mit Lilith dann wirklich noch auf sich hat. Denn ich glaube nicht, dass sie jetzt irgendwie noch so eine Verräterin wird oder sonst was. Wahrscheinlich wird sie ein ziemlich cooler Charakter. Und anfangs habe ich mir auch erst überlegt, wird sie wirklich den Strohhüten beitreten? Denn eigentlich hat ja Dragon eine sehr starke Verbindung mit Dr. Vegapunk. Und Ubashaka hatte ihm ja zukommen lassen und ihm gesagt, pass auf, Dragon, ich werde wahrscheinlich jetzt sterben. Die Weltregierung möchte mich umbringen. Aber wäre es nicht ein bisschen doof, wenn nach all der Arbeit und all dem, was quasi Ruffy eigentlich gemacht hat für Dr. Vegapunk, Lilith am Ende entscheiden würde, dann zu Dragon und zu der Revolutionsarmee zu gehen? Ich glaube, das wäre nicht nur extremst enttäuschend, sondern auch irgendwie völlig sinnfrei. Denn Lilith selber hat ja mit Dragon eigentlich nicht viel zu tun gehabt. Aber theoretisch müssten alle der Satelliten, genauso wie Dr. Vegapunk, alles über Dragon wissen. Zumindest so viel wie Dr. Vegapunk selbst. Wo ich jetzt auf jeden Fall sehe, dass Lilith sich sehr gut einbringen wird in der Strohhutbande, ist gerade weil sie auf das komplette Wissen von Dr. Vegapunk zurückgreifen kann. Sie ist quasi Dr. Vegapunk, genauso wie sie es am Anfang in der ersten Begegnung mit den Strohhüten auch gesagt hat. Und sie kann all diese Dinge, die Dr. Vegapunk jemals erfunden hat, all das Wissen nutzen
um den Strohhüten jetzt genau die nötigen Upgrades zu geben. Seien es Waffen, seien es Technologie, die wahrscheinlich jetzt auch sehr, sehr wichtig wird, oder eben auch Geschichte und Verständnis, gerade über Teufelsfrüchte. Das ist eine der Dinge, da müssen wir auf jeden Fall, glaube ich, mehr drüber sprechen, weil Dr. Vegapunk hat das ganze Thema jetzt angerissen auf Egghead und bestimmte Dinge gedroppt, wo wir gesagt haben, wow, krass, da sieht man quasi die Teufelsfrüchte in einem ganz anderen Licht. Aber jetzt ist er natürlich tot und konnte gar nicht so viel erzählen, wie er eigentlich wollte. Das heißt, wir wollen eigentlich immer noch alles wissen über die Teufelsfrüchte, haben immer noch nicht alles erfahren. Und ich schätze mal, dass Lilith dort sehr, sehr gut eigentlich mithelfen könnte. Ich denke, es ist in demselben Interesse von Lilith, dass auch die Strohhüte weiterkommen und dass die etwas erreichen. Also warum sollte sie dann weiterhin die ganzen Geheimnisse für sich behalten? Sie weiß, die Weltregierung ist jetzt ihr Feind und einzig und allein dagegen kämpfen die Strohhüte und die Revolutionsarmee. Und ich denke mal, mit der Revolutionsarmee wird es nicht so schnell ein Wiedersehen geben. Deswegen finde ich, jetzt ist eigentlich die beste Zeit, kurz vor Elbahn, richtig krasse Upgrades mit den Strohhüten durchzuführen und so, dass Lilith sich gleich mal bewähren kann als ein vollwertiges Mitglied. Denn sie selbst ist jetzt nicht die allerkrasseste Kämpferin. Sie kann kämpfen, das haben wir gesehen, aber ich glaube nicht, dass sie jetzt über so die krassen Fähigkeiten besitzt, verfügt, außer quasi die Waffen, die sie damals benutzt hat, auch wie diese Bubblegun oder was auch immer sie da genutzt hat. Und ich denke, die kommen sehr, sehr bald wieder zu Einsatz, weil die Seraphim sind immer noch eine reale Bedrohung und ich denke auch nicht, dass die Seraphim jetzt einfach zurückgelassen werden, sondern schon sehr bald wieder eingesetzt werden. Was glaubt ihr, wird Lilith bei den Strohhüten bleiben? Ich sage ja, das wird ein neues Mitglied und zwar ganz fest. Seid ihr anderer Meinung und was glaubt ihr, was wird Lilith sonst tun? Sagt's unten in den Kommentaren, schreibt's rein und wir unterhalten uns gerne dort drüber weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye. The All Blue! The All Blue is real!